Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Kornel, und wundert euch nicht, ich sehe schon ein bisschen verbraucht auch aus. Es ist schon ein wenig spät und ich habe sehr lange heute gewartet und es ist soweit. Das Paket von Wollo ist da und ich werde es natürlich sofort auspacken. So, dann muss ich mal gucken, wo hier meine Adresse da. Gucken wir da mal. Cornelio. Entweder Wollo hat dann S vergessen oder also er Tom Corneliu oder es soll Cornelia heißen. Ich weiß es nicht genau. Meine Adresse ist richtig, wunderbar. Eieieiei. Wollos Adresse wollen wir uns gar nicht weiter angucken. So, ich öffne das mal eben. Hier, warte, ich zeige es euch mal eben. Es ist noch original verschlossen. Es ist noch zu. Es ist noch nichts gemacht. Es ist noch alles zu. Aber wir wollen ja jetzt hier auch nicht. Wir wollen mal reingucken. Eigentlich habe ich ein bisschen Angst reinzugucken. Weil, da ist übrigens mein Balkon, sieht voll toll aus, oder? Weil Wollo gesagt hat, es könnte peinlich werden. Nein! Och nein, Alter! Nein! Nein! Das geht doch nicht! Nein! Nein, ich kann euch danach. Nein, das geht so nicht! Das geht wirklich nicht! Nein! Ich kann euch das nicht zeigen! Ach du Scheiße! Hier, warte, warte, warte! Das kann ich doch nicht annehmen. Das geht doch nicht. Alter. Nee, wirklich. Das geht doch nicht. Das kann ich wirklich. Das geht doch nicht. Das darf er doch nicht machen. Okay. Telepoint. Ah, also, widmen wir uns erstmal dem Wichtigen. Hier ist die TV-Karte. Die ist aufgegangen. Ich hoffe, sie ist nicht kaputt gegangen. Ich hoffe, meine Kameraführung ist in irgendeiner Art und Weise gut. Die TV-Karte ist aufgegangen während der Fahrt, aber das sollte prinzipiell kein Problem sein. Ich glaube auch nicht, dass die so empfindlich ist. Das sieht gut aus, da ist wahrscheinlich alles dabei. Sehr gut, das ist die TV-Karte. Ich denke, viele von euch kennen die auch. Es ist, ach so, das ist auch komplett falsch rum hier. Ist die Ava Media. Ava Media, TV-Karte. Wunderbar, wunderbar. Ich hoffe, sie funktioniert. Das wird ein ganz großes Ding. Dazu hat Wollo mir noch die. Ist das? Ne, das ist die Ava Media CD. Wo ist es? Wo ist es da? Und er hat mir aber noch das Programm von der. Genau. Wollo hat mir noch das Programm von der HDPVR mitgeschickt. Das wird mal einfach zum Ausprobieren, weil wenn das dieses Programm funktionieren sollte, wäre das prinzipiell ganz gut. Ansonsten nehme ich es halt mit Preps oder so auf. Und geil. Aber ach, ich sollte den Brief lesen. Wo habe ich denn den Brief hingetan? Oh nein, Alter, das kann ja. Oh. Du Scheiße. Das geht doch wirklich nicht. Das kann ich nicht annehmen. Wirklich. Das geht nicht. Das krass. Ich werde mir jetzt nicht mehr zeigen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich bin wahrscheinlich. Alter, das ist peinlich. Gut. Erstmal hier der Brief. Wollo hat ein Bild gemalt. Wir haben über das Bild schon mal gesprochen. Da steht, ich bin immer da. Genau, ach so. Ah, wie schön, die Sonne. Denn wie ihr alle wisst, ist die Sonne immer da. Und dann ist es hier, das soll wahrscheinlich ich sein, der Große. Genau, weil ich habe immer gesagt, ich bin ja noch ein Rechteck, Wollo schon ist ja ein Quadrat. Aber Wollo ist der Glückliche und nicht der Traurige. Und so eine spitze Nase habe ich jetzt auch nicht. Okay. Ach, und Wollo hat eine Cappy auf. Ja, der hat an alles gedacht.
Ich finde aber, dass meine Beine ein bisschen geiler aussehen. Ist auch egal. Ich werde mal gucken, was da drin steht. Moment, ich muss das. Warte. Das ist so eine dumme. Oh. Ich lese gerade, es tut mir leid, das ist jetzt nicht so lustig wie das andere, aber ich bin gerade ein wenig. Da kräuselt es sich rein, oder? Okay. Also. Ich lese mal vor. Der Brief und so ist wohl nicht nur von Valo. Ah, hier meine Jägermeisterflaschen. Wir wollen ein bisschen das Niveau wieder sinken. Nicht, dass das hier noch schlecht endet. Also, hallo Kornel, beziehungsweise moin Kornel. Das ist Maxis Text. Wurde sogar schon einmal entschärft, blabe. Hallo Tom, nachdem deine Wii neulich kaputt gegangen ist, guck mal ein Komma, haben wir das Infovideo, ich kann es ja eigentlich auch zeigen, haben wir das Infovideo schon vor uns gesehen. Schluss, Ende aus, der Cornel packt seine Sachen und geht. Das geht natürlich nicht, also haben wir uns virtuell, muss man das betonen, zusammengesetzt und entschieden, die ist so doof, war, und entschieden, dass es Zeit für eine neue Ära des Corneltums ist. Und dabei geht es nicht nur um das Wie. Ich weiß nicht, was das sein soll. Da, das. Geht es nicht nur um das U, sondern auch vor allem. Und vor allem um das U. Den Satz verstehe ich nicht, den müsst ihr mir nochmal erklären. Von Wollo, Sozi, Dexter, Lambo, Noemi, Crossilla und Maxi. Nein, das könnt ihr doch nicht machen. Oh. Oh. Okay, ich weiß nicht so genau, was ich jetzt sagen soll. Ich bin ein bisschen peinlich berührt. Vor allen Dingen bin ich ein bisschen, ich bin immer ziemlich schlecht, wenn es um Geschenke geht. Vor allen Dingen, wenn es um solche Geschenke geht. Ich meine, der Swampy, der ging ja noch. Das, aber, oh, krass. Das ist krass. Das ist krass. Da ist Swampy. Ja, es ist extremst krass. Es ist danke euch allen wenn ich reich und berühmt bin, dann kriegt ihr das alles wieder. Das könnt ihr euch darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Und krass. Bevor, also ich weiß einfach nicht, ich kann mich jetzt auch leider nicht mehr vor die Kamera trauen, es tut mir leid. Ich hoffe, das sei mir verziehen. Ich suche gerade Hans, aber selbst der lässt mich gerade in diesem Moment. Hans, da ist er. Liegt da irgendwas, was mich. Liegt da eine Unterhose? Ist das ein. Nee, das glaube ich keine. Wir gehen mal zu Hans. Ihr müsst wissen, Alter, mein Zimmer, das sieht. Hier ist übrigens. Wollt ihr mal den Grill sehen? Mein Fenster ist so dreckig, das ist das Problem. Da ist der Grill vom Grillsaison ist eröffnet. So. Man hat das ja nicht so genau erkannt, deswegen werden wir das hier einfach mal lüften, das Geheimnis. So steht er da. Ja, wow, wunderbar. Da habe ich irgendwie, das ist, der Karton ist mir irgendwann mal auf den Balkon geflogen. Ist auch egal, darum geht es gar nicht. Hans, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ich bin. Ja, also ich bin
euch unfassbar dankbar, aber das hättet ihr natürlich so nicht machen dürfen. Das ist noch viel zu teuer und. Und die hat mich die ganze Zeit angelogen. Es ist unfassbar. Die wussten alles. Ja, ich hatte ja sowas schon fast geahnt. So ein bisschen. Ich hatte so ein Gefühl. Weil so ein paar Sachen wurden angedeutet, beziehungsweise wurden gesagt, wo ich mir dachte, hä? Warum sagst du das jetzt? Es ist, also ich glaube, ich werde mir jetzt gleich erstmal eine Jägermeister kaufen auf den Schock. Ich bin euch unfassbar danke, unfassbar dankbar und es ist extremst krass und das ist, das habe ich alles gar nicht verdient und ich, ja, ihr kriegt das alles wieder irgendwann, hoffe ich. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt hier beenden soll. Ich würde sagen, ich sage einfach mal Tschüss und ja. Danke. Es ist, man kann es ja, was soll ich sagen? Das ist viel zu groß, als dass ich das noch mit irgendwelchen Worten, ja, dass ich das noch irgendwie irgendwo, dass ich das irgendwie, es ist der Wahnsinn. Oder wie Dexter sagen würde, der Wahnsinn. Weil es der absolute Wahnsinn ist, werde ich jetzt mich auch verabschieden. Ich wünsche euch noch alles Gute. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos und tschüss, bis dann, auf Wiedersehen.